zum ersten Vortrag des Nachmittags. Ich hoffe, das Rückenkoma schlägt nicht zu hart zu. Willkommen zum Spartenvortrag, weil hier haben wir heute jetzt mal etwas Nicht-Technisches. Aber es ist natürlich so, dass auch dieses Nicht-Technische am Ende des Tages auch dazu führt, auf die Technik Einfluss zu nehmen und hoffentlich in einem sehr positiven Weg. Es ist mir eine besondere Freude und auch Ehre, heute hier vorzustellen den Johannes Meinusch, den Mitbegründer von Commitment aus Hamburg, die von sich behaupten, mit viel Energie wenig zu bewegen. Wenn ich das richtig so wiedergebe. Nein, Spaß, andersrum. Und den Ole. Stimmt schon? Gut. Das kannst du nachher erklären. Und den Ole Langbehn, der sich selbst als den Hacking-CEO von Inoyo aus Hamburg sieht. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ah, komm, das könnt ihr noch lauter. Noch lauter. Pass auf, ich drück mal weiter. Hier ist Ole. Yeah. Man kennt Ole wieder. Ole kenne ich schon von Xing, warst du mal da, dann warst du bei Otto, dann haben wir uns bei Grollinger wieder getroffen. Und Ole ist so ein echter Programmierer. Wobei, du hast mir, eigentlich habe ich festgestellt, das stimmt gar nicht, du bist doch Admin. Du hast mir was in der Bahnfahrt über Make erzählt. Und Make ist ja mehr so ein Admin-Tool, ne? Ja, damit administriert man seinen Code. Ja, genau. Ja, Ole? Kannst du mich vorstellen? Der Johannes, ja. Den Johannes, wir kommen beide aus Hamburg, deswegen kennt man sich halt, ihr kennt das ja sicherlich, man läuft den Leuten halt immer irgendwie über den Weg, immer wieder. Das zweite Mal, wo ich dich gesehen habe, das war bei Otto und das war dann noch ein bisschen länger. Ich weiß nicht genau, welche Rolle hattest du da bei Otto? Das war ein ganz langer Titel, Leiter der Softwareentwicklung im E-Commerce. Leiter der Softwareentwicklung im E-Commerce und ich habe damals so quasi gefreelanced da und habe dieses Vertikalisierungsprojekt, also thematisch passt das schon zum Vortrag, mitbewegt, also mitprogrammiert. Und Johannes hat die ganze Zeit immer noch auf dem Flur gestanden und gelabert. Aber er hat dabei auch wahnsinnig viel bewegt. Mit viel Energie wenig bewegt. Das ist eigentlich so das, das Motto. Eigentlich war ich habe jetzt auf der Visitenkarte auch Transistor stehen, weil ich finde, ich bin eher ein Halbleiter als ein Leiter. Nee, das mit viel Energie wenig bewegen ist ja was, was unsere Profession ist. Also ihr bewegt auch alle mit sehr, sehr viel Energie sehr wenig. Also wer programmiert hier? Doch eine Menge, eigentlich fast alle, kann man sagen. Also ihr drückt auf Tasten und mit Fingern auf Tasten zu drücken und drüber nachzudenken verbraucht so 80 Watt pro Stunde oder so. Das ist so der, nee, 80 Watt ist das, was die Rübe verbraucht. Ne? Ja, aber Faulenzen verbraucht auch 80 Watt pro Stunde. Das unterscheidet sich Programmieren von Faulenzen eigentlich nicht wesentlich. Aber das eigentlich Interessante ist, dass ein Bit, und das ist ja das, was wir machen, wir kippen Bits. Ne? Also wir kippen abends Bits und wir kippen, ich trinke gar kein Bit eigentlich, aber wir kippen Bits. Haha, Informatiker-Bits. Ein Bit, habe ich mal auf Wikipedia nachgelesen, sind 100 Elektronen. Also 100 Elektronen bewegt ihr von einem Zustand in einen anderen Zustand. Und dann sind die da und alle paar Millisekunden kommt so eine Kelle vorbei, weil die Donner immer wieder weg wegen Entropie und so. Und dann bewegt das wieder rauf. Aber eigentlich ist die Energie, die du brauchst, um 100 Elektronen zu bewegen, sehr, sehr viel weniger, als es braucht, um die D-Taste zu drücken. Also bewegst du mit viel Energie echt wenig. Und im Management ist das genauso. Man steht da rum und man labert. Und man versucht irgendwie die Neuronen in Köpfen zu verändern oder irgendwie Leitungswiderstände oder Übergänge zu vereinfachen. Und auch so ein Neuron, das feuert mit echt wenig Energie. Und dafür verbringen wir aber ziemlich viel Energie mit Labern, damit sich mal irgendwas verändert. Also stimmt das schon. Mit viel Energie bewegen wir eigentlich fast nichts. Oder wie mein Manager sagte, du musst Sachen mindestens 7-mal erzählen, sonst hast du sie nicht erzählt. Das klingt wie das Reuse von APIs, wo der Uwe Friedrichsen immer sagte, eine API zu bauen lohnt sich erst, wenn du das Ding 9-mal verwendet hast. Und wenn er so durchzählt in seiner Vergangenheit, dann kommt er auf einen Reuse-Faktor nicht von 9, sondern von 1,2. Also dafür werden dann APIs gebaut. So, wollen wir mal? Ja. Also ihr wisst ja alle, Querstreifen machen dick. Obelix gesagt,
Ich habe nicht herausgefunden, wo. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Ich glaube, in unserem Asterix-Band kommt das vor. Ja, mehrfach. Also Obelix kauft gerne Kleidung mit Streifen und so, um sich dann doch irgendwie schlank zu fühlen. Aber dieses Zebra ist auch auf jeden Fall nur durch die Streifen so dick. Oder sieht so aus. Naja, und was gibt es so für Eigenschaften, wenn man jetzt sehr dick ist? Man wird schon so ein bisschen langsam und träge. Ja. Und keine Angst, wir kommen auch wieder zu Softwareentwicklung. Achso, du machst das. Du kannst aber sagen, drück, und dann mache ich sowas. Drück, Johannes, drück. Ja, also wir haben uns überlegt, was ist eigentlich eine Firma? Und eine Firma ist ja was, was Produkte zum Kunden bringen. Ne? Wir hatten das gleiche Akronym, auch Software zum Entwickler oder so. Und wir haben gelernt, in Firmen zwischen Produkt und Kunde möglichst viel Schichten zu machen. Also hier so Top-Management, Middle-Management, Under-Middle-Management, Bottom-Management, Arbeiterschicht. Und hier ist dann das Produkt. Und das heißt eigentlich, um dieses Produkt zum Kunden zu tragen, muss man hier ganz schön viel ja, so Pfannekuchen durchqueren. Durchstechen. Das ist dasselbe im Entwicklungsteam eigentlich, ne? In so einem, ja, ich sage jetzt mal klassischen Entwicklungsteam, der Begriff ist nicht so super, aber in einem Entwicklungsteam in einer gewissen Struktur hat man halt den Frontendler, den Backendler, den Opsler, den Datenbankenspezi und da muss auch, müssen sehr viele Use Cases von allen bearbeitet werden, bevor die fertig sind. Das heißt, da muss man auch wieder durch diese Schichten durch, sozusagen. Ja, und so skalieren wir auch Organisationen. Ne? Also wenn wir mehr Entwickler einstellen wollen, dann suchen wir Frontend-Entwickler und dann kommen die ins Frontend-Team. Dann machen wir vielleicht ein zweites Frontend-Team oder mehr Admins oder mehr PL-SQL-Entwickler. Wer von euch macht PL-SQL? Traut sich jetzt keiner. Okay. Ich habe mal weitergemacht. Ja, ich wollte noch so viel erzählen. Was soll der machen? Nee, wir sind aber so auch bis jetzt schlecht in der Zeit, von daher. Wir haben ja auch schon Gegenbewegungen hier, die ihr vielleicht, die ihr sicherlich schon gehört habt. So DevOps ist so das eine Thema, ne? Man versucht sich irgendwie Operations noch so ins Team reinzuholen. Full-Stack-Devs, also es gibt keine Frontender, es gibt keine Backendler, jeder kann alles machen. Aber selbst wenn man das macht, kann man ja nicht endlos skalieren. Wenn man jetzt wirklich ein großes System hat, dann kann man ja nicht ein Team wachsen lassen auf 10, 15, 20, 50, 100 Leute kann man schon. Aber dann gibt es ja gewisse Effekte. Ich weiß nicht, hat mal jemand in riesigen Teams gearbeitet von euch? Und was sind das denn so für Effekte? Langsam, totales Chaos. Genau, also. Wir können ja auch die Formel sagen. Ich erzähle immer ganz gerne genau über die Anzahl der theoretischen Verbindungen sozusagen, die man hier eingeht, über die Anzahl der Beziehungen. Die wird so hoch, das wird unmanagebar. Und wenn du einen dazu tust, dann wird es nochmal ungefähr Faktor mal 2. Nee, stimmt nicht. Es ist, die Anzahl Beziehungen von Menschen untereinander ist n mal n minus 1 halbe. Und wenn du das ausmultiplizierst, wächst das halt mit Order n Quadrat. Und da müsstest du doch jetzt schon so Order n Quadrat, das ist so der Moment, wo du in der Informatikvorlesung oder in der Prüfung aufwachst und sagst, ja, ist halt scheiße. Genau, der Algorithmus, den kannst du gar nicht nehmen. Und es gibt natürlich, also das ist so der Hauptfaktor, warum das nicht skaliert. Kommunikation, man muss ja auch irgendwie, also schlagkräftige Teams, die sind sich ja einig oder die diskutieren so lange, bis sie einig sind und so weiter. Versucht das mal mit großen Teams, das funktioniert nicht. Was macht man dann, um das zu durchbrechen, so ein riesen Entwicklerteam? Teamsplits. Und wie macht man das? Wie splittet man jetzt die Teams? Willkürlich. Also wenn man so ein Startup hat, ne, und drei Leute, man programmiert so vor sich hin, dann kommen noch fünf, noch zwei dazu und dann noch drei, dann sind wir so acht Leute. Und wie ist so der gottgegebene natürliche Split, wenn man so Webentwicklung im Startup macht, so ein Mini-Sing? Dann setzen wir die Frontendler in den einen Raum, die Backendler in den anderen Raum und dann das hast du passt schon wieder so Schichten. Naja, dann haben wir noch zwei Admins. Also du kannst denselben Fehler machen wie in Entwicklungsteams, die Spezialisten haben, mit diesem Teamschnitt. Ne? Du kannst, also ein Frontend-Team, ich glaube, da brauche ich euch nicht viel drüber erzählen, ist eine dumme Idee. Dann hast du genau wieder das Thema, du musst wieder durch alle Teams durch, um irgendeine Funktionalität zum Kunden zu bringen. Jetzt kommt dieser Typ, ne, dieser in den 60er, 70er Jahren gesagt hat, Organisationen können immer nur Abbilder ihrer Organisationsform bauen. Ne, also wenn man so organisiert ist, dann baut man auch hinterher eine große Bank-Datenbank-System, Oracle PSL, PLSQL oder SAP-Zeug und dann ein bisschen Logik oben drauf in anderen Teams und ein Webfrontend. Und wenn dann hier unten jemand eine neue Oracle-Routine wegen Investmentsteuerreformgesetz
da reinknödelt, dann kann er das halt nicht live nehmen, ohne 4 Wochen QA-Zyklus, um sicherzustellen, dass hier oben nicht das Licht ausgeht. So, und das wollen wir ändern. Genau, und wie machen wir das? Ganz einfach. Wir drehen das einfach um. Und wir machen Organisationen jetzt durchlässig für Produkte, sodass sie zum Kunden kommen können. Wir machen cross-funktionale Teams und im Team drin hast du alle Expertisen vorhanden, von den Produktleuten oder UX-Experten vorne bis hin zu den Datenbankknödlern hinten. Und davon machen wir viele Teams nebeneinander. Genau, die also Teams teilen sich nichts. Vertikalisiert. Das ist Vertikalisierung. Noch genau. Fragen? Wir sind fertig. Nein, jetzt kommen die Teams sind ja, wo sind denn die 120 Leute? Ja, das sind, jetzt hier 10 Leute. Die sind aufgeteilt. Also 120 würdest du sehr wahrscheinlich so in 24 10 Teams aufteilen. Nein, nein, das ist ein Produkt. Da kommen wir später noch. Aber das können auch 10 Produkte sein. Können auch 10 sein, aber das ist ein Produkt. Die Herausforderung wäre ja, da mit einem Produkt das hinzubekommen. Und das erklären wir euch jetzt. Ja, also es gibt auch noch Schwierigkeiten, weil in der Organisation, in der obersten Schicht, in der Organisation oder in der mittleren Schicht, denen hier wird immer besonders übel, wenn man sie umdreht. Also die finden das zum Kotzen meistens. Oder diese Schicht hier, ne, das ist die QA-Abteilung. Aber lass uns das mal vielleicht ein bisschen vereinfachen. Wir reden jetzt über Development-Teams. Ne? Ihr wisst alle, was Agile mit Organisationen macht, wenn man das einfach so mal in ein Development-Team wirft. Das gibt die große Revolution von unten sozusagen. Das gibt richtig Schmerz, richtig Reibung. Das ist hier nicht unbedingt anders. Wenn man das hier macht, dann sollte man ein Heads-up vom Management haben. Achso, das ist übrigens der Grund, warum Agilisierung in vielen Unternehmen total scheitert. Weil man fängt an, unten umzudrehen und dann läuft das echt schneller und dann wollen die mehr davon. Dann dreht man noch 2, 3 Teams um und dann stößt dieser Wandel, der auf Arbeitsebene, auf einmal arbeiten die zusammen. Ne? Also Ops und Dev arbeiten zusammen, das hat es ja noch nie gegeben, und UX und Frontend und so, alle arbeiten irgendwie zusammen, was ja vorher verboten war. Und dann kratzt das irgendwann so an diese Management-Schicht und die merken dann, das wird jetzt ungemütlich und jetzt hören wir mal auf mit der Scheiße. Jo. Das ist der Worst Case. Was machen wir, genau, wie machen wir jetzt Vertikalisierung? Die Frage ist ja, wie schneiden wir eigentlich? Also habt ihr euch ja sicherlich auch schon gefragt. Also wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ist das Messer auch echt ein bisschen schadiger als das hier. Schneiden ist ja immer so ein bisschen blöd. Rückgängig machen ist schwierig beim Schneiden. Ne? Also ich möchte euch da auch so ein bisschen zum Denken anregen. Es gibt keine Standardantwort für den Schnitt. In dem Sinne, es kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Problemstellung drauf an. Ich persönlich bin ja immer ein großer Freund, nicht nur beim Schneiden von Teams, sondern allgemein von reaktiven Ansätzen. Also am besten ist, man hat in der Realität schon so ein Problem. Und wenn man dann über einen Schnitt nachdenkt, dann ist der vielleicht natürlicher zu setzen. So. Dann weiß man vielleicht schon, ah ja, da hier wäre es richtig. Natürlich optimiert man die Schnitte so, dass man möglichst wenig Schnittpunkte zwischen diesen beiden neuen Einheiten dann hat, so um die Anzahl der Beziehungen in diesem ganzen Geflecht letztendlich auch wieder zu reduzieren. Der Trick ist natürlich dann zu denken, ich muss aber vertikal schneiden. Ja, nicht, dass man dann doch wieder die Frontendler irgendwo hinsetzt oder so. Aber wir haben bis jetzt diese Vertikalisierungsprojekte hauptsächlich im Bereich E-Commerce gemacht. Und im E-Commerce ist eine gute Regel, um diese Schnitte zu machen, jedes Team sollte direkten Kontakt zum letztendlichen Endkunden haben. Also man schneidet anhand der... Guck mal, hier ist das Bild auf dem anhand der Customer Journey. Man muss dann Reload machen und dann vielleicht. Ich mache einfach mal weiter, als wenn die Folie da wäre. Wir machen die Folie dahin. Pass auf, also so geht das ja nicht. Ja, zeig sie gleich. Ich glaube, du hast den Vorhang zugezogen und jetzt ist meine Internet. Also wenn ein Kunde in einen E-Commerce-Shop kommt, was macht er als erstes? Er sucht etwas oder er entdeckt etwas. Also vielleicht auch irgendwie zum Beispiel entdecken kann über einen Banner sein oder so. Ne? Wenn er dann erstmal was gefunden hat, für das er sich interessiert, dann bewertet er das. Er guckt, ist das auch in meiner Größe da, ist das in der Farbe da, die ich haben will, was sind denn jetzt hier so die Materialien. Irgendwann beschließt er, das will ich jetzt haben, legt es in den Warenkorb und kauft es.
Dann bekommt er das irgendwann nach Hause und dann prüft er das nochmal. Vielleicht retourniert er das, vielleicht schreibt er eine Rezension. So, das ist so ganz, ganz grob eine Möglichkeit der Kategorisierung anhand der Customer Journey. Oder machst du weiter? Ich finde es noch nicht. Ich gebe dir jetzt 15 Sekunden. Ich habe kein Internet. Sonst kann man ja auch den VGA-Kram bei mir ranhängen. Das dauert eine Minute, bis ich das dann rüber. Jetzt habe ich es. Ich erzähle einfach schon mal weiter. Die nächste Slide, wir holen die Slides gleich nach. Zeigt dann, wie das aussieht. Dann hast du halt sozusagen ein Team pro diesem Schritt. Du hast ein Team, das ist für Suchen zuständig. Ein Team für Entdecken, ein Team für Prüfen, ein Team für Kaufen, etc. Und die sind dann vertikal aufgestellt. Also diese Teams, die verantworten dann letztendlich ihr Produkt, ihre Technik, ihre Organisation selbst. Wollen wir noch einmal kurz die Slide davor zeigen? So da ist es. Also entdecken, suchen, bewerten, kaufen, prüfen. So, also die Idee dahinter ist folgendes. Wenn ich im E-Commerce was kaufe, also den Warenkorb an der Kasse vorbeischiebe, dann hat das eigentlich nichts damit zu tun, dass ich irgendwas suche. Das ist wie eine andere Applikation. Es sieht nur zufällig auf der Webseite irgendwie ähnlich aus und ist über links verbunden. Aber eigentlich ist es eine andere Applikation. Und genauso kann ich das auch bauen. Ich kann sagen, ich baue eine Vertikale, die ihr eigenes Frontend, Warenkorb zum Beispiel, hat ihre eigene Middleware, die eigene Persistenzschicht, die nicht in irgendeiner geteilten Datenbank liegt. Und das ist so ein Ausschnitt aus dieser User Journey. Wenn der User jetzt an der Kasse vorbeigegangen ist, nehmen wir hier ist die Kasse und geht ins After Sales rein, dann wird er halt einfach rübergeworfen auf die Webseite der nächsten Vertikale. Da muss man das mal schlau integrieren, dass das vorne so aussieht, dass, also der Benutzer soll es halt nicht so merken. Genau, was ich hier gerne noch erzählen würde, ist dieses Triadenkonzept, was Otto damals gemacht hat. Ich hatte ja gesagt, jedes Team managt irgendwie Produkt, Technik, Organisation selbst. Das heißt, du hast typischerweise so einen Scrum Master in diesem Team drin. Du hast typischerweise einen PO in diesem Team drin. Und bei Otto war das so, drei Leute waren das, da war noch ein Tech Lead mit drin. Und das war absichtlich so gemacht, die haben sich immer schön zerstritten, haben die beste Lösung für das Team gefunden. Natürlich auch mit dem Team zusammen, aber das war schon so platziert, dass halt nicht einer da irgendwie vorne steht und das Sagen hat. Guck mal, jetzt bist du ein bisschen gesprungen, weil wir haben eigentlich gesagt, wir nennen das vorige Vertikale, jetzt kommt das wieder nicht, also das mit den Komponenten. Achso, stimmt, das könnte ja letztendlich auch ein Team verantworten, das auf der nächsten Slide. Weißt du, das laggt, der Kram, ich drücke und es dauert. Also wir nennen das Vertikale, vertikale Komponente, und wir nennen das hier ein vertikales Team. Und ein vertikales Team kann schon mehrere vertikale Komponenten bauen. Aber es gibt so ein paar heilige Regeln. Eine Komponente wird niemals von zwei Teams gebaut. Die teilen sich das nicht. Und jede Komponente, die ich finde, kann ich auch einem Team zuordnen. Also es gibt nicht sowas wie, ach, wir haben hier so ein Enterprise Service Bus System, das haben wir vergessen, das ist gerade herrenlos, das ist keiner für zuständig. Das kann die Corporate IT betreiben. Dann, ihr wisst alle, was dann passiert, oder? Dann macht es halt nicht das, was man will zu den Zeiten, wo man es braucht. So, so haben wir das gebaut. Und der Vorteil von solchen Teams ist, es kommt ja auch immer die Frage, was ist denn ein gutes, optimal großes Team? Und natürlich, ein kleineres Team ist besser, weil man sich weniger absammeln muss mit Leuten. Man hat weniger Beziehungen zu managen. Und man baut vielleicht an einer Sache rum. Kann aber sein, dass man irgendwann feststellt, okay, man verträgt noch Leute, man könnte noch ein paar Leute aufnehmen und noch ein paar Leute. Und irgendwann steht man sich doch ein bisschen auf den Füßen rum. Und wenn man jetzt vertikale Komponenten baut, würde man sich hier entscheiden, okay, dann lass uns gucken, wie wir das, was wir vorher so als Mini-Monolithen gebaut haben, so in zwei Teile zerstückeln oder in drei Teile oder was auch immer. Wenn dann mehr Leute in das Team reinkommen, dann kann es sein, dass hier so eine zweite Triade als Führungsmannschaft entsteht. Und dann kann so eine Zellteilung stattfinden. Das heißt auch das, was du anfangs gesagt hast, Ole, man soll nicht alles auf einmal ganz klein zerschneiden mit einem Teilemesser, sondern lieber erstmal, je nach Größe des Vorhabens, in zwei oder drei oder vier Vertikalen zerschneiden.
haben wir das bei Otto gemacht und jetzt sind da 20 Teams oder über 20 Teams. Zum Beispiel beim aktuellen Projekt hat ein Team zuerst Suchen und Entdecken übernommen sozusagen und dann wurde das nochmal gesplittet. Genau. In was? In Suchen und in Entdecken? Ja, was für ein Zufall. So. Also ich habe da noch eine Frage. Ja. Die zwei Zellen leben ja nicht im luftleeren Raum, die müssen ja auch noch irgendwie interagieren. Ja, kommen wir später zu. Ist ein recurring pattern mit dir, ne? Kommen wir später zu. Das können wir versuchen, falls du am Ende noch Fragen hast, das am Ende zu beantworten. Ja, klar. Also worauf das hinausläuft, ist aber folgendes. Natürlich gibt es immer verbleibende Abhängigkeiten. Du bekommst nie wahrlich unabhängige Teams. Anforderungen können abhängig sein oder so. Gut, dann machen wir weiter. Also was wir jetzt geschafft haben, rein organisatorisch, ist, dass wir nicht mehr dieser langsame Öltanker da oben sind, sondern dass wir jetzt einfach so mehrere Speedboote sind und dem Öltanker mal schön irgendwie hier, ne, sagen, wir sind schneller, wir sind flexibler. Und wenn ein Speedboot mal ausfällt, können die anderen weiterfahren. So mal in Bildern gesprochen. Also das ist so die organisatorische Betrachtung. Und jetzt kommen wir mal so langsam zum Inhaltlichen. Was hat das denn alles für Konsequenzen und wie macht man das eigentlich? Weiter machen? Ja. Geht das weiter? So, das wichtigste Prinzip bei der Vertikalisierung ist... Gedrückt habe ich schon. Das ist ein Internetproblem. Bist du bei dir schneller? Sonst hängen wir das wirklich eben um. Ja, denn... Hast du den... Nur zur Einordnung, wir waren da, das wichtigste Prinzip bei der Vertikalisierung ist das Shared Nothing Prinzip. Das hier soll jetzt mal so ein Team visualisieren, das andere. Die arbeiten halt in ihren Gärten mit ihren Tools, die machen ihre Gärten so, wie sie sie schön finden. Hier ist der Blumenlieber, hier ist der Buschfigurenschneider. Die machen halt das, was sie für richtig halten. Und haben ihren Space sozusagen, ihre Domäne, in der sie arbeiten. So analog zum Domain-Driven Design zum Beispiel. Ne? Es ist zum Beispiel so, kaufen hat einen Kunden, entdecken hat auch einen Kunden, aber bei kaufen hat er eine Adresse. Bei entdecken hat er vielleicht einen Clickstream. Also die Modelle sind ganz anders, die Sprache ist auch anders. Technologisch sind die auch getrennt, ne? Also die nehmen MongoDB, die nehmen Flatfiles, keine Ahnung, die programmieren in Scala, die programmieren in Brainfuck oder auch, ne, die können halt auch, wenn sie wieder vertikalisieren hier in ihrem Team selbst, können die natürlich auch für verschiedene vertikale Produkte unterschiedliche Programmiersprachen und Technologien wählen, je nach Einsatzfall. Also speziell bei Datenbanken leuchtet das ja ein, dass manche Use Cases einfach mal mit zum Beispiel einer NoSQL gut funktionieren, andere mit einer strukturierten Datenbank. Es gibt aber dennoch übergreifende Aspekte. Guck mal, die beiden Gärten, die würden nicht funktionieren ohne die Wolke. Ne? Die muss ab und zu mal regnen. Sonst sind beide Gärten irgendwie doof, sozusagen. Und wer managt eigentlich den Zaun, oder? Ne? Wer managt eigentlich den Zaun? Genau. Das heißt, wir reden hier in dieser Welt über Makro- und Mikroarchitektur. Mikroarchitektur ist Team, da können die prinzipiell machen, was sie wollen. Aber du musst mal darüber nachdenken, was letztendlich
geteilt ist. Also hier auf diesem Zettel ist es definiert als alle technischen Entscheidungen, die mehr als ein Team betreffen. Man sieht auch, das wurde agil erarbeitet, da wurde durchgestrichen und neu geschrieben. Wer von euch hat schon von diesem Makroarchitektur-Mikroarchitektur-Paradigma gehört? Keiner? Also die Idee, Stefan Tilghoff hat das vor ein paar Jahren mal bei uns, bei Otto kundgetan, und die Idee ist folgende. Es gibt immer übergreifende Regeln, die für alle gelten. Immer. Und es lohnt sich, die aufzuschreiben. Das ist die Makroarchitektur. Also wenn das Unternehmen, in dem ihr arbeitet, entschlossen hat, wäre halt ein dummer Entschluss, aber die Datenbanktechnologie ist Oracle und alle müssen mit Oracle unten drin arbeiten und alle müssen sich eine große Oracle-Datenbank teilen, dann mag das eine schlechte Entscheidung sein, aber es ist eine Regel, die für alle gilt. Also gehört das auf diese Karte drauf. Daran müssen sich alle halten. Und es ist sehr wertvoll, die Regeln, an die sich alle halten müssen, zunächst mal zu explizieren. Also noch schlimmer ist es, wenn es eigentlich allgemeine Regeln gibt, aber keiner sagt, das sind sie. Das sind dann so Glaswände, an die Teams laufen. Laufen voll los, denken, wir können hier irgendwas machen, und beim Deployment, bam, merken sie, nee, Node.js ist nicht im Technologie-Stack enthalten, können wir in der Bank nicht einsetzen. Darf man nicht. Ja, aber da wird es doch jetzt spannend, wie kommt man jetzt auf diese Regeln und macht wieder Top-Downs? Das ist Architekturarbeit. Und wir haben diese Triade in den Teams gerade erwähnt. In der idealen Welt ist es so, aus den Teams arbeiten diese Architekten zusammen in der Gilde und die haben auch die Beschlusskraft, hierüber zu diskutieren. Und natürlich ist das irgendwie auch am Anfang eines irgendwie gearteten Vorhabens eine Managementvorgabe. Und ich glaube, man muss verstehen, keiner mag wirklich Makroarchitektur eigentlich. Na, stimmt auch nicht ganz, aber alles, was hier ist, ist teuer. Das sollte so Standardcharakter haben. HTTP-Protokoll, sowas, das ändern wir nicht einfach. Aber du schreibst hier besser keine Sachen vor, die irgendwie so Mikromanagement-mäßig den Teams vorschreiben, wie sie ihre Coding-Standards zu halten haben oder welches Repository-System sie verwenden. Oder? Also ich würde dazu sagen, das ist projektspezifisch. Ne? Wenn du in einer Firma arbeitest, die dir in so einem Projekt Oracle vorschreibt, dann ist es so. Aber generell, meiner Meinung nach, so wenig Makroarchitektur wie nötig. Ich will da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also das Erste, was man vielleicht ohne groß Nachdenken erkennt, was Makroarchitektur ist. Das leidest du unter der gleichen Krankheit wie ich. Das musst du Reload machen. Also wir verwenden dieses Reveal-MD auf Gitpitch. Und das fanden wir bis eben ganz toll. Ja, das funktioniert eigentlich auch total toll. Das Problem ist, wenn man sich bei Konferenzen auf Netzwerke verlässt. Ja, aber eigentlich war das alles schon lokal bei mir. Ich habe das alles nochmal noch durchgegangen. Okay. Gut, gut, die Folie ist einfach. Die erzähle ich euch einfach. Also, was ihr hier seht, ist über diesen ganzen vertikalen Witz am Front. Das soll ja für den Kunden irgendwie gut aussehen und aus einem Guss. Und irgendwie müssen diese Vertikalen ja hier unten auch vielleicht Daten tauschen. Also kann ja nicht sein, dass Kunden nur bei Kaufen existieren. Wie gesagt, bei Entdecken muss es hier irgendwie auch geben. Das heißt, irgendwie müssen die ja auch ihre Entitäten austauschen. Wir gehen erstmal so ein bisschen auf Frontend ein. Also das Ziel der Vertikalisierung ist ja schon, dass es jedes Frontend in den einzelnen Teams ist. Bloß wie integrieren wir das dann? Das Pattern, was wir bisher immer benutzt haben in den Projekten, in denen ich mit war, ist SSIs, Server-Side Includes. Da hast du dann halt den Charme, dass du den Warenkorb, der bei Kaufen ist, auf der Startseite, die von zum Beispiel Suchen kommt, halt easy im Frontend-Proxy, im transparenten Proxy davor einfügen kannst. Also dann ist das für Kaufen nichts weiter als eine Auslieferung eines HTML-Snippets. Für Suchen ist es nichts weiter als die Inkludierung dieses Includes in den Text und den Rest macht der Proxy. 10 Minuten. Jo, dann geben wir mal Gas. Backend-Integration. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber die kann man ja, also wenn ihr das jemals anwendet, könnt ihr euch nochmal Gedanken machen, aber dies mit den SSIs, das funktioniert auf jeden Fall schon mal ganz gut als Basis. Eine Pattern Library ist auch eine gute Idee. Hintergrund ist,
die grünen Knöpfe sollen ja überall grün sein, gleich groß und sollen nicht in der einen Vertikale ein Pixel tiefer hängen als in der anderen und so weiter, ne? Ist klar. Das heißt, man macht sich irgendwie so ein Frontend, so eine Frontend-Library, die die Frontend-Implementierungen der einzelnen Domänen sich reinziehen können, um ein konsistentes Layout zu liefern. Ich traue mich nicht. Ach so. So sieht es auch nicht gut aus. Da schmeißt die Speaker-Notes drauf. Ist das jetzt das WLAN? Das ist ja aber jetzt nicht zu debuggen. Also doch, es ist auf jeden Fall insofern zu debuggen, als dass ich jetzt auch mal ganz kurz hier. Das heißt debuggen, zu managen. So, die Pattern-Library habe ich erklärt. Gut, also Frontend-Integration, man muss sich halt immer überlegen, wie kriegt man es dann mit so, bei so einer Vertikalisierung trotzdem hin, dass der Kunde ein möglichst einheitliches Bild sieht und dass es nicht flickert, wenn er da durchsurft. Das kann man sehr schön eben über einen Frontend-Proxy, Edge-Site-Includes machen, aber auch die Teams müssen ja mit gleichen Gestaltungselementen arbeiten. Dafür hilft eine Pattern-Library. Backend-Integration geschieht auch über, also in diesem Pattern auch über einen Proxy und über die Makro-Architektur-Regeln. Alle Teams und alle Vertikalen kommunizieren ausschließlich über REST miteinander, also über Web-Technologie. Es gibt keine geteilten Datenbanken, keine geteilten Filesysteme, es gibt keinen Enterprise Service Bus, also man reduziert alles, was geteilte Infrastruktur ist, so weit, dass man halt nur mit Web-Technologien arbeitet. Und dieses Pattern, also es macht nicht nur Otto so, dieses Pattern, ich glaube, das ist Spotify, ING, Diva, Bräuninger macht das jetzt so, das ist ein Pattern, das es einem erlaubt, wirklich vertikale Services so nebeneinander zu stellen, dass sie unabhängig und sehr performant arbeiten können und dass die Systeme, die man baut, kleinere Container sind, als wie wenn man Monolithen baut. Ja, müssen wir hier auf der weißen Wand weiter erzählen. Auch nicht so schön. Hey! Haben wir ein Bild? Wir haben es. So, das war das berühmte Bild. Pattern Library, nochmal das berühmte Bild. Wir reden jetzt über Datenaustausch. Sekunde. Ja, das ist im Grunde genommen die Begründung dafür, dass wir Standards verwenden. Genau, also bevor wir zu den Standards kommen, in den aktuellen Projekten machen wir zum Beispiel einen REST-Multipart-Ansatz. Discovery über JSON Home, das heißt, es gibt einen Endpunkt, da gibt es ein Dokument, welches die Services beschreibt, die eine Vertikale anbietet. Und da steht dann zum Beispiel drin, hier habe ich einen Feed von Kunden, den kannst du dir holen. Und das ist dann über ganz normales HTTP REST. Und weil da so viele Daten rüberkommen können, ist es halt sozusagen gechunkt über Multipart. Das funktioniert eigentlich schon sehr gut bis zu nahe Realtime. Wenn man Hardcore-Realtime-Anforderungen hat, muss man sich vielleicht mal mit WebSockets auseinandersetzen, aber das ist ja ein bisschen komplizierter, sage ich jetzt mal, von der Technologie her. Message-Bus ist auch eine Idee, aber dann hat man konkreten Technologieteil hin. Und das versuchen wir hier zu sagen, dass man halt lieber über Standards nachdenkt, also welcher RFC passt eigentlich für das Problem, als dass man gleich eine Technologie vorschlägt. Schlimmstes Beispiel, bei dem einen Kunden haben sie eine Vorgabe von außen gemacht, hier ist die zentrale Cassandra, benutzt bitte alle die für alles, was mit Datenbanken zu tun hat. Und ihr wisst, also wer Cassandra kennt, weiß, Cassandra ist keine Datenbank, die man für alles benutzt. Das ist übrigens eine Riesenkontroverse. Jeder Hersteller von Infrastruktur, die verbindet, wird das genau anders sagen. Der wird sagen, verwendet unsere Infrastruktur. Also SN, wir haben den besten Connector ever. BEA WebLogic Integration, gab es mal vor 10 Jahren, war der heiße Scheiß, ist jetzt komplett tot. Ne, gibt es aber natürlich noch in allen möglichen Sachen. Leider ist es so, dass es nicht nur Hersteller sind, sondern es gibt auch Open-Source-Komponenten, die man so gut in die Mitte schmeißen kann. Wir haben hier so einen Connector, der alles verbindet. Macht uns die Schnittstellen schön einfach, schafft aber zentrale Abhängigkeiten. Und wir würden immer dafür argumentieren, nee, macht das nicht, zieht euch zurück auf den Standard. Wir bringen noch mehr Beispiele. Wir haben keine Zeit mehr. Resilienz, das ist Tschernobyl. Man sieht, die Natur ist resilient, die holt sich das alles zurück. Also Resilienz heißt auf gut Deutsch, ich bin fehlerresistent.
Das haben wir ja schon durch die Asynchronizität in dem Datenaustausch. Also was passiert, wenn jetzt zum Beispiel Kaufen offline ist? Funktioniert das Suchen noch? In einem Monolithen wäre das schon fragwürdig, vielleicht funktioniert das dann gar nicht mehr. In dieser Struktur ist man erstmal asynchron gekoppelt. Wenn der Feed nicht mehr bedient wird von Kaufen, dann hat man halt keine aktuellen Kundendaten, aber man hat immer noch Daten, man kann immer noch arbeiten und man hat vor allen Dingen keinen synchronen Call für Frontend-Prozesse Richtung irgendeiner anderen Vertikalen. Man muss halt aus meiner Erfahrung bei der Implementierung von Schnittstellen auch immer an den Worst Case denken. So. Und wenn der Worst Case eintritt, ist es immer noch besser, dem Kunden nicht einen Stack Trace zu zeigen, sondern eine Entschuldigung. I'm sorry, try again later, so nach dem Motto zum Beispiel. Datendesign ist auch noch so eine Sache. Also was macht man, wenn zum Beispiel der Produktfeed offline ist? Dann kann man ja gar nicht mitkriegen, wann sich die Preise ändern. Man modelliert die Daten in dem Feed so, dass mehrere Preise kommen mit Startdatum. Ich weiß nicht, du beschleunigst mich, okay. Logging und Monitoring ist noch so ein Thema. Das können wir überspringen. Können wir einfach nur kurz sagen, Logging und Monitoring sind so typische Fallen, in die vertikale Teams treten. Wir haben ein zentrales Logging-Framework, wir haben Splunk gekauft. Und jeder, der das mal gemacht hat, weiß, dass das in die Hölle führt, weil es am Ende dann doch wieder eine Infrastruktur ist, die viel zu voll gemüllt wird, die unendlich teuer wird, die zu langsam wird und dann doch nicht das bringt, was sie sollte. Aber am Anfang war es natürlich fein verschnittenes Heroin, so dass man sich da reingezogen hat. Also das konkrete Anti-Pattern ist, irgendein Team, irgendein vertikalen Team macht den Logging-Server mit. Für alle. Das geht schief. Dann haben wir Tracking. Tracking ist klar, muss von außen einmal übergreifend konzipiert werden, wird dann von außen in die Teams gekippt, muss dann halt von allen Teams umgesetzt werden. Da sind sie nicht selbstständig, das ist auch so ein Cross-Cutting-Konzern. Infrastruktur, wer macht eigentlich das Git? Wer betreibt eigentlich diesen Kubernetes-Cluster und will eigentlich jedes Team auf Kubernetes deployen und so weiter? Da muss man auch Lösungen für finden. Und eine sehr gute Lösung für all diese Themen ist diese Struktur, dass wir doch wieder so ein bisschen Richtung Matrix-Organisation gehen und sagen, das sind die vertikalen Teams, die haben halt ihre Qualitäten, die haben ihre Spezialisten und über die Themen hinweg bilden wir Gilden oder Communities of Practice. Mit dem Unterschied, dass es keinen disziplinarisch Vorgesetzten außerhalb gibt, sondern dass sie sich selbst organisieren. So ist es zum Beispiel im aktuellen Projekt dazu gekommen, dass wir wirklich auf Kubernetes deployen. Ein Team hat sich da rausgezogen, alle anderen betreiben den Kubernetes-Cluster in dieser Gilde. Also dann hat diese Gilde auch noch eine Betriebsfunktion. So, aber man sollte vielleicht sagen, um das Verhältnis Arbeit im vertikalen Team zur Arbeit in der Gilde ins Verhältnis zu setzen. In einer Gilde arbeitet einer aus dem Team. Wenn man eine Tech-Gilde hat, dann vielleicht der Architekt. Und die treffen sich zweimal die Woche für eine Stunde. Da kann man nicht sehr viel Gildenarbeit machen in diesen zwei Stunden. Der Großteil der Arbeit passiert in den Vertikalen. Ja. Das heißt, auch die Abhängigkeiten muss man so weit reduzieren, dass man mit den zwei Stunden pro Woche hinkommt. Man sollte nicht glauben, dass man mit Gildenarbeit eine Situation auflösen kann, die zu viele Abhängigkeiten hat. And that's it, folks. Also was haben wir hier jetzt vorgestellt? Ein Pattern für skalierbare, schnelle Softwareentwicklung. Haupteigenschaften davon, die Wartbarkeit und Ersetzbarkeit wird erhöht. Dadurch, dass es alles ein bisschen kleiner ist, sozusagen, also viele kleine Einheiten. Und Verteilung wird möglich. Also tatsächlich auch so weit, dass man eine Vertikale einfach mal in Hamburg hat und eine in Stuttgart und eine in Polen. Es ist sogar so, dass ich aus meiner ganzen Erfahrung sagen kann, Verteilung wird nur so möglich. Wer einen Standort aufmacht, wir haben es bei Xing in Barcelona erlebt und glaubt, man kann da einfach Entwickler hinsetzen und die machen verlängerte Werkbank, der wird scheitern. Die einzigen Communities, die es überhaupt irgendwie schaffen und auch nicht so gut immer, die Verteilung auf reiner Entwicklungsebene schaffen, sind Open Source Communities. Aber da arbeiten Leute mit Herzblut und weil sie davon überzeugt sind und nicht wie wir, weil wir irgendwie mit 80 Watt Geld verdienen wollen. Also Verteilung ist sehr viel einfacher im Vertikalen, weil man sagt, dann sowas wie Xing Jobs, die ganze Domäne, alles Jobs, Barcelona. Ja. Das hat sich in mehreren Projekten bewährt, wir sind glaube ich durch.
Aber man muss dazu sagen, wir haben da auch eine ganze Menge gelernt. Und wenn ihr sowas auch machen wollt, dann sprecht mal gerne mit uns. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir haben Spaß am Diskutieren. Fragen? Ja, erstmal vielen Dank. Ja, entschuldigt die grottige Verbindung, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja, wir haben noch Zeit für Fragen. Ja. Gibt es irgendwelche Erfahrungen, wie das dann ist so mit Innovation, sage ich mal? Also wenn so ganze Vertikalen und Teams wegfallen würden oder man probiert mal, ob man irgendwas ohne Warenkorb machen kann oder so. Und ja. Das alles ausprobieren. Gibt es auch ein bisschen Widerstände und so? Also so innerhalb der Teams läuft das mit der Innovation eigentlich ganz gut und sind sehr inspiriert. Was du aber tatsächlich erlebst, ist, dass wenn du eine Organisation, so wie Otto, so aufgestellt hast, dass die alle super effizient in ihren Vertikalen laufen und dann immer so ihre Horizont-A-Innovation auch in den Teams machen, dass du noch nichts hast, was dir eine echte Innovation, was Disruptives bringt. Das musst du anders machen. Da gibt es andere Methoden dafür. Wir haben da Solution Labs zum Beispiel gesehen. Ganz bedingt kann man sagen, sowas wie Hackathons können da helfen, aber ich glaube auch nicht, dass ein Hackathon wirklich eine große Innovation schafft. Das muss man anders behandeln. Das ist eine Organisationsform dafür, überhaupt diese Produktentwicklungsmaschine wieder so hinzukriegen, dass du sagst, wenn ich jetzt Gas gebe, dann wird das auch schneller, das Auto. Die Entwicklungsteams, die wir sehen, sind häufig so in Organisationen, du schmeißt da Geld drauf und das wird noch langsamer. Ja, und wenn ein Team langsam ist, dann sind die anderen trotzdem schnell. Ja. Ja? Ich bin gerade im Projekt, wo diese Vertikalen praktiziert werden. Was sich da jetzt ein bisschen rauskristallisiert, ist, es sind irgendwie dann im Backend 6-7 Entwickler und es gibt einen Frontender. Und der Frontender fühlt sich wahnsinnig einsam. Also das fängt an bei der Estimation, geht über wirklich, wenn man sich austauscht, über Probleme, die man gerade hat, über Tickets. Was läuft da schief? Also, macht Fullstack. Also wenn ihr es schafft, macht Fullstack. Sagt dem Frontendler, wir helfen dir im Frontend, aber dafür guckst du dir auch das Backend an. Funktioniert nicht mit jedem. Funktioniert nur in gewissen Teams. Ne? Aber wenn ihr, das ist der Königsweg. Oder hol dir der zweite Weg. Bitte? Oder hol einen Pair-Programming-Coach oder stell einen zweiten Frontendler ein. Ja, stell einen zweiten Frontendler ein. Alleine arbeiten ist wirklich scheiße. Ja, also du musst eigentlich, um inspiriert und gut zu arbeiten, mindestens einen Peer haben, mit dem du dich ernsthaft austauschen kannst. Das wäre die kurze Antwort. Ja, so eine kurze technische Frage. Ihr meintet, ihr habt das eher so gemacht, dass ihr mit REST untereinander die Daten austauscht. Ja. Was ist, wenn man mal Push machen will und nicht Pull? Also Websockets. Genau, Websockets. Du kannst, das ist auch Standard Webtechnik, ja, okay. Kannst du erweitern und Websockets. Und die nächste Frage ist immer, was macht ihr mit Bulk Upload? Also wenn ich die ganze Datenbank, den ganzen Update, dann machst du trotzdem REST und ein vernünftiges Caching. Und ja, dafür halt diese Multipart-Chunk-Geschichte. Ne? Also dass du halt sozusagen, das funktioniert so ein riesen Datenbank dann, du kriegst Requests, den Snapshot, der ist nur eine Referenz auf 2000 Seiten. Und die klapperst du dann alle ab. Also mich interessiert eure Erfahrung mit den Gilden. Ich komme aus einer ganz anderen Domäne, habe da auch ein bisschen Erfahrung mit, aber da sehe ich, das funktioniert bei uns nicht so gut. Also wir beschreiben 2 Stunden die Woche, ist da irgendwie ein bisschen wenig und dann ist niemand richtig zuständig für so Themen. Also was häufig passiert ist, dass diese Teams mit diesen Triadenstrukturen nicht richtig besetzt sind, dass die das Scrum-Buch gelesen haben und dann hast du einen Scrum-Master drin und hast einen PO drin und du hast die Rolle des Architekten, des Tech-Leads, des Technical Designers, wie immer du diese Type nennen möchtest, derjenige, der Technologie spricht, nicht expliziert. Und dann kommen sogar so Blödmänner wie David Sutherland, der dieses Ding auch unterschrieben und sagt, the team is the architect. Ja? Und wenn du über Skalierung nachdenkst, über eine Firma mit 70 Leuten, dann willst du dich nicht mit 70 Leuten über Architektur absammeln, da drehst du durch. Darum musst du diese Rolle im Team explizieren, den Leuten den Hut aufsetzen, die Rolle beschreiben und sagen, so, das ist übrigens eine kommunikative Rolle, weil du musst nach drinnen und nach draußen viel abstimmen, Technik kommunizieren, Consent herstellen mit allen Entwicklern und nach draußen. Und das ist keine einfache Rolle, vor allen Dingen nicht, wenn die IT-Architektur noch Abhängigkeiten, starke Abhängigkeiten aufweist. Und wenn du da jemanden draufsetzt, der eigentlich Programmierer ist oder Techie oder Nerd ist und sagt, oh, nicht noch ein Meeting in der Woche, dann ist das falsch besetzt. Da musst du eine
technisch kommunikative Person draufsetzen. Das ist ganz wichtig. Wir haben das häufig erlebt, dass das der Grund ist, warum diese Tech-Gilden oder die technischen Querschnittsthemen nicht richtig beleuchtet werden. Ich würde ganz gerne noch eine Sache dazu sagen. Ja, vielleicht könnt ihr das auch offline nehmen. Das ist eine gute Idee, weil wir eigentlich mit der Zeit sind durch, durch sind. Von daher nochmal herzlichen Dank an die beiden.